Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge Pokémon Purpur. Wir sind hier in Boladin City angekommen. Und jetzt müssen wir doch mal schauen, was hier die Arena-Aufgabe ist. Hier haben wir die Boladin Arena. Einmal als Zielort markiert. So, dann... Oh, was haben wir denn hier? Getränkeautomaten? Oh, Tafelwasser, Sprudel und Limonade. Das gab's schon ganz früher. In Pokémon Blau gab's das schon. Da ich glaube, wir gönnen uns mal eine Limonade, würde ich sagen. Zahlen wir mit Geld. So. Etwas anderes kaufen. Kaufen jetzt auch nochmal Sprudel. Und ich würde sagen, wir kaufen uns auf jeden Fall auch noch ein Tafelwasser. Wer weiß, warum die Automaten hier stehen. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwo. So, wo geht's zur Arena? Eine Windmühle. Können wir eigentlich auch mal hochgehen? Oh, was haben wir denn hier? Sonnenflora-Blumen. Ziemlich cool. Das ist die Arena hier oben. Hier werden wir unseren Arena-Kampf bestreiten. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Das ist der Treffpunkt. Was für ein Treffpunkt? Ich habe meiner Freundin gesagt, dass ich bei einer seltsamen Skulptur auf sie warten werde. Das ist der Treffpunkt. Er hat seiner Freundin gesagt, dass er bei einer seltsamen Skulptur wartet. Und woher soll denn bitte seine Freundin wissen, dass es genau diese Skulptur ist? Ich meine, das könnte auch irgendeine andere Skulptur sein. Vielleicht haben wir noch irgendwo eine? Ah ja, zum Beispiel diese hier. Was auch immer das hier ist. Wir sind am Zielort angekommen. Ernte von Künstler Kolso. Okay. Okay, ich sehe schon, vielleicht gibt es hier noch andere von diesen Figuren. Ja. Wohl möglich finden wir irgendwo ein verwirrtes Mädchen, was an einer Skulptur steht. Und die auch vielleicht auf ihren Freund wartet. So, die Arena. Einmal rein in die gute Stube. Oh, wen haben wir denn hier? Sinius. Na, wenn das nicht Sax ist. Wie er leibt und lebt. Wie ich sehe, kommst du mit dem Sammeln der Arena-Orden gut voran. Ah, ist das etwa der Trainer, von dem ich schon so viel gehört habe? Oh, wer bist du? Du sollst ja echt was auf dem Kasten haben. Ist da was dran? Aber hallo, natürlich. Ha, also ein gesundes Selbstbewusstsein hast du schon mal. Ausgezeichnet. Darf ich vorstellen, das ist Kay. Servus, Kay. Freut uns auch. Und ja, ich weiß, ich sehe umwerfend gut aus, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Okay, umwerfend gut ist jetzt anders, aber die Frisur ist nicht schlecht. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, ist aber irgendwie, wie ich, ein Top... Was? Ein Mitglied der Top... Sie? Sie? Ist Kay ein Mädchen? Okay. Ja, doch, wenn man jetzt genauer hinguckt, an den Augen sieht man's. Ich habe kurzfristig gedacht, Kay wäre ein Junge. Na gut, okay.
Jeder kann sich ja kleiden, wie er möchte heutzutage. So, naja, egal. Gut, lange Haare hinten. Das habe ich nicht gesehen. Da hinten sind... Die Haare gehen auch bis runter zu den Knien sogar. Aber einfach der... Die Hose und dann noch wie so ein Schlips da. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck. So viel steht fest. Selbstverständlich. Schließlich ist er ein Teil der hervorragendsten Schülerschaft unserer Akademie. Haha, schon klar, schon klar. Hör mal, die Arenen werden richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Ah, das stimmt. Ab diesem Punkt gibt die Mehrheit der Trainer letztendlich auf. Okay. Aber du nicht? Nein, wir geben auf keinen Fall auf. Ich warte bei der Champ-Prüfung auf dich. Zeig den übrigen Arenen, was in dir steckt. Dankeschön für den Erfolg. Wir geben uns Mühe, hier bald den nächsten Orden zu ergattern. So, dann wollen wir nochmal. Willkommen in der Arena von Boladin. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Jau, so heißen wir. Bevor du dich mit dem Arenaleiter Kolso messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Warte mal kurz, Kolso? War das gerade diese Statue, die wir... Stand da Künstler Kolso dran? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. War die Statue vom Arenaleiter? Hat der die entworfen? Oh, deine Aufgabe wird es sein, Sonnenflora zu suchen. Wie du vielleicht weißt, ist Boladin die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sonnenflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonnenflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe ist es also, Sonnenflora in Boladin zu finden. Halte Ausschau nach Pokémon, die wie sonnenförmige Blumen aussehen. Um die 10 Sonnenflora einsammeln. Okay. Okay. Einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Wenn du 2 Sonnenflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich dort mit dem Personal, um mehr zu erfahren. Viel Erfolg. Dankeschön. Okay, begib dich zum Sonnenflora-Plaza. Oh, so. Sonnenflora. Ist es schon markiert irgendwie? Nach rechts? Das wäre dann hier, oder? Die Sonnenflora-Suche. Ja, hier sind wir richtig. Hallo, ich bin Solena und kümmere mich um die Sonnenflora der Arena. Wir sind hier, um die Arena-Prüfung zu versuchen. Das ist verdammt richtig. Dann werde ich den Sonnenflora gleich mal sagen, dass sie sich verteilen sollen. Sie hätte sie auch jetzt da lassen können, dann hätten wir sie direkt alle gehabt. Also gut, sie scheinen bereit zu sein. Das heißt, die Arena-Prüfung geht los. Bitte kehre zur Sonnenflora-Plaza zurück, sobald du 10 Sonnenflora eingesammelt hast. Los geht's, viel Spaß bei der Suche. Finde die Sonnenflora. Gefundene 0. Okay, sinnvoll wäre es, wenn wir erstmal ein Sonnenflora finden würden. Auch wieder Künstler, Kolso, wieder der Arenaleiter.
Nein, möchten wir nicht aufgeben. So. Erstmal nehmen wir hier den Pokéball mit. Ein Supertrank, sehr schön. Die Frage ist, wo können sich die Sonnenflora überall verstecken? Ach so. Nein. Ah, wir haben automatisch wieder hier hingebeamt. Sind das schon drei? Okay. Nummer zwei. Nummer drei. Ach, wie cool. Wie die da einfach... Die laufen uns jetzt die ganze Zeit hinterher? Super cool. So, wo sind die nächsten? Es rennt einfach weg. Bleib hier. Haben wir's? Wir müssen kämpfen. Okay, wir haben es besiegt. Kommt's jetzt mit? Ah, vier. Sehr schön. Die Frage ist, ob hier oben in der Arena welche sind. Oh, da ist eins. Nummer 5. Nummer 6. Möchte auch wieder kämpfen. So, Sonnenflora Nummer 6. Kommt mal mit, ihr Kleinen. Können die auch hier unten beim Pokémon Center sein? Da ist noch eins. Haben wir schon 7 Stück? Hm, hier ist keins. Oh, hier. Da haben wir schon Nummer 8. Fehlen noch 2. Ich sehe schon wieder die Nummer 9. Oh, und da ist die Nummer 10. Nummer 9. Und Nummer 10, hier auf dem Steg.
sehr gut. Alle Sonfloras. Das war gar nicht so schwer. Erstmal gehen wir aber hier hinter und nehmen noch das Item mit. Nein, bin wieder auf den falschen Knopf gekommen. Lasst mich mal durch, ihr Sonfloras. So, hier wären wir wieder. Gratuliere! Du hast alle 10 Sonflora gefunden. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Bitte geh als nächstes zum Empfang der Boldarin-Arena und erstatte dort Bericht. Das werden wir machen. Sehr gut. Aber bevor wir in die Arena gehen, hier war doch irgendwo noch so ein Irrgarten. Da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Ich dachte eigentlich fast, dass die Arena-Prüfung da irgendwie drin stattfindet. Dass man so irgendwie wieder rausfinden muss. Oh, der ist echt. Können wir hier so ein bisschen was sehen? Also da geht's nicht weiter. Wie kommen wir hier in die Mitte? Oh. Wer bist du denn? Ha, eine Windmühle? Hey, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Hier geht's nicht rein. Moment. Hier geht's auch nicht. Wie kommen wir denn? Ging's hier drüben noch weiter? Was haben wir hier? Schon wieder eine Sackgasse. Oh, jetzt habe ich mich endgültig verlaufen. Nur nicht aufgeben. Aber sind wir nicht jetzt auch? Wo konnten wir denn noch langlaufen? Oder müssen wir hier nach rechts? Aber hier rechts ist doch eine Sackgasse. Ah, ich sehe es. Da geht es wieder nach rechts raus. Das habe ich irgendwie gar nicht so gesehen eben. Wir müssen wieder hier rauslaufen und dann wieder hier rüber. So, und jetzt hier in die Mitte rein? Hey, bravo, wir haben's. Ja, und jetzt kriegen wir nichts. Von ihm hier vielleicht? Oh, du hast es wirklich bis hierher geschafft, nicht übel. Da sonst niemand so weit kommt, habe ich meine Geheimbasis hier aufgeschlagen. Okay. Geheimbasis. Hm. Ich hätte mir jetzt wenigstens irgendwie ein Item oder irgendwas gewünscht, was wir hier finden. Na gut, dann gibt es hier halt doch irgendwie nichts. Aber das ist schon cool gemacht mit so einem Labyrinth hier. Ein bisschen größer könnte es vielleicht doch noch sein. Dann wird es noch ein bisschen mehr Spaß machen. Und die Hecken müssten ein bisschen höher sein, dass man nicht so oben drüber gucken kann. Das wäre dann noch cooler irgendwie. So. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zur Arena. So. Die Arena, die Pflanzenarena. Aber da gehen wir jetzt noch nicht rein. In der nächsten Folge schauen wir dann, wie stark hier der Arenaleiter wirklich ist. Ich denke ja mal, wenn der ähnlich stark ist wie jetzt gerade die Sonflora, sollte das kein Problem für uns sein. Wobei ich mich halt auch frage, wenn die uns gesagt haben, die ersten 4 sind leicht und die letzten 4 sind schwer,
Ist es vielleicht egal, welche Arena man zuerst und welche man zum Schluss macht? Sind die ersten vier, egal welche man wählt, vielleicht immer relativ einfach? Könnte ja sein, dass das Spiel... Das wäre tatsächlich ziemlich cool, wenn die Level irgendwie von den Arenen sich so steigern würden, dass die ersten vier alle einfach sind und die anderen letzten vier, egal welche man wählt, alle schwer. Dann hätten wir vielleicht sogar zuerst die Feuerarena machen sollen mit unserem Pflanzen-Pokémon, weil da werden wir die meisten Probleme haben. Aber okay. Wie es hier wirklich weitergeht und ob wir hier eine Chance in der Arena haben, wie stark jetzt der Arenaleiter dann sein wird, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.